Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es meine Glossy Box November und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Als erstes gab es hier so einen Gutschein von Oatsam, von Clark, HelloFresh, Purelei und Christ. Und ja, so sieht die Box aus. Ich bin mega gespannt, deswegen gucken wir mal rein. Das ist übrigens die Rock and Glam Edition und ich hole mir mal ganz kurz das Magazin. Als Care-Produkt diesen Monat ist von hier ist die Marke Give Them Lala Beauty ein Beach Lip Duo, also ein Lip Liner und Lipstick in der Farbe The Beach. Gucken wir mal rein. Okay, richtig cooler Lippenstift. Und das ist so ein Nude Tone, perfekt für den Alltag. Bin mega gespannt, ich finde die Verpackung irgendwie richtig cool. Die ist richtig cool gemacht. Dann als nächstes habe ich hier von Tees Cosmetics To Die For Eyeshadow in der Farbe Glow On The Go. Und das ist so ein champagnerfarbener Ton. Richtig cool, bin mega gespannt drauf. Kenne ich so gar nicht mit so einem magnetischen Zumachteil. Richtig cool. Dann als nächstes Produkt ist hier von Spectrum Collections, ein Spectrum Rock and Glam A40 Smoky Shader, also ein Pinsel. Mega cool. Sorry, wenn ihr Hundegebelle hört, unser Nachbar ist so bellt gerade. Ja. Dann als nächstes habe ich hier von Got to Be ein Schutzengel 220 Grad Hitzeschutzspray. Plus Gloss Finish, richtig cool. Ich liebe Hitzeschutzsprays, wenn ich mir meine Haare glätte oder locke, was ich viel zu selten mache, muss ich gestehen. Ja. Dann als nächstes Produkt. Ja, die werden irgendwie nicht gezeigt, keine Ahnung wieso. Aber ich habe sie jetzt auch wirklich nicht gefunden, muss ich gestehen. Ob die überhaupt für die Edition waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einmal von Bondi and Sands, der Australian Tan, ein Daily Moisturizing Face mit SPF 50+. Richtig cool. Und dann noch von Grace and Stella, the only drama I enjoy is in my lashes, ein Lash Serum. Richtig cool. Und ja, das war's auch schon mit der Glossy Box November. Eine richtig coole Box, finde ich. Bin auf jeden Fall sehr gespannt auf ein paar Produkte, auf jeden Fall auf den Lippenstift, auf den Lidschatten, auf den Pinsel, da ich alle drei Marken nicht kenne, deswegen bin ich mega gespannt drauf. Und ja, ich hoffe, euch hat es dir gefallen, wenn ihr gebt hier einen Daumen hoch und ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch als Weihnachtsserie den Monat gerne wünschen würdet, was ich für euch drehen soll, denn ich will insgesamt 4 oder 5 Videos drehen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen restliche Woche, glaube ich. Ja, es ist Sonntag. Und einen schönen Start in die neue Woche. Wir sehen uns dann am Mittwoch um 12 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!